Was auch immer das für ein Bonus ist. Lottles Trankbonus. Woher habe ich den jetzt? Was macht der? Ich weiß es nicht. Okay, was macht das Amulett der Heilung? Heilkunde Gift, Heilkunde Wunden. Ich trage zurzeit Menschenkenntnis plus 3. Ja? Fyris trägt auch schon was. Dann nehme ich das mal und das kriegt dann Ardo. Okay, ich habe einen Trank, von dem ich nicht weiß, was er macht. Toll. Ja. Und ich habe immer noch das Ehrensiegel. Okay. Das ging jetzt mal von der Kanne in die Hose mit Phileasson. Phileasson. Wie auch immer. Ja. Ich denke mal, die Zollfeste können wir jetzt fürs Erste hinter uns lassen. Es gab diesen Noppel tatsächlich. Und demnächst sehe ich noch einen Ork, der Harfe spielt. Weniger denken und mehr trinken. Das sage ich dann so. So. Das Quest haben wir jetzt abgeschlossen. Und jetzt müssen wir... Mal gucken, was haben wir denn jetzt noch alles? Der wallwütige Geist müssen wir in den Sumpf zurück. Ein anderer Weg zu Phileasson. Trolle an der Brücke ist im Dings. Die Flusspiraten sind ja Zeichen der Macht. Das müssen wir doch vollenden. Verkaufe das Rezept. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, so wie ich das sehe. Erstmal kurz hier aufmachen. Und den Seelenspeer und... wo sind sie denn? Ja, hier unten. Das Seelenmesser und den Seelenspeer hier ablegen. Und schließen. Mal kurz die Inventare durchgucken. Das kann zu Feieris. Feenstaub wird verkauft. Was könnte ich eigentlich von hier verkaufen? Krötenschemel könnte ich verkaufen. Krötenschemel könnte ich definitiv verkaufen. Alkohol brauche ich. Bleichmondsamen brauche ich auch. Dämonengeifer könnte ich verkaufen. Das Giftzeug könnte ich verkaufen. Conchinis, für was ich die... sind gegen Verbrennungen gut. Kann ich aber auch verkaufen. Oder brauche ich die für irgendein Rezept? Heiltrank brauche ich keine Koshis. Das brauche ich ja nicht mehr. Und für Zaubertrank brauche ich Feuermoos oder Raunenpulver. Naja. Feuermoos hätte ich sammeln können. Habe ich aber nicht getan. Und das kann ich sowieso alles verkaufen. Also, das kriegt nachher Ardo. So. Den Rest behalte ich mal alles. Ah, gut. Für was brauche ich eigentlich Yoruka? Ah ja, für Heiltränke. Wer hat denn davon welche? Du, dann teil die mal auf. Und einer geht an Feiris. So. Fellfetzen trage ich mit mir rum. Kann ich auch an Feiris weitergeben. Gulmonti. Ja, okay, sie trägt den Heiltrank da drüben. Skarabäuskopf, das kann alles verkauft werden eigentlich. Zielwasser, Das werde ich alles verkaufen, wenn ich wieder in Nadoret bin. Aber dazu geht's jetzt erst einmal. Nein, erstmal gehe ich in den Sumpf zurück. Nee, ich gehe erst nach Nadoret. Wo soll es hingehen? Nadoret. Da nehmen wir jetzt nämlich Ardo mit.
und kleiden den mal ordentlich ein. Und verkaufen bei der Gelegenheit auch das ganze Zeug, was Feiris und ich mit uns rumschleppen. Es geht ja mal gar nicht, was wir da schon wieder im Inventar haben. Die Fellrüstung kann ich dann wohl auch verkaufen. Ich hätte so gerne Ardo mitgenommen da in dieses Hochelfenreich. Ich hätte gerne nämlich gesehen, wie er so reagiert und wie er auf Filiason reagiert. Und ja, mittlerweile habe ich mich an den Namen gewöhnt. Also, Ardo, komm mit. Was gibt es denn? Forgrim. Was ist? Komm mit. Feiris. Wie kann ich dir helfen? Komm mit. So. Gut, dann wollen wir vom Hafen gleich mal zur Kaserne. Nee, zum sanften Ochsen. Und dann gleich zum Lager der Torwaller rüber. Zum Lager der Torwaller. Hallöchen, Ino. Du bist zurück. Und du hast ihn gefunden. Doch darauf wieder verloren. In jeder anderen Welt. Ist es nicht so? Ja, das ist leider so. Woher wisst ihr das? Die Stimmen aus dem Dunkel verrieten es mir. Nur dieses Mal waren sie lauter, eindringlicher. Fast so, als ob sie... Schreien? Als ob sie was? Teilt euren Gedanken. Nun ja, es schien, als wolle die Stimme Besitz von mir ergreifen. Mit meiner Zunge sprechen. Doch, mein Tapam war stark. Und ich könnte mich wehren. Lass mich raten, Tapam ist Geist? Okay. Ich sage es nur ungern, aber ich glaube, du musst deinen Tapam für einen Moment ruhen lassen, wenn wir erfahren wollen, wo der Captain jetzt ist und wie wir ihn retten können. Meinen Schutzgeist befehlen, die fremde Geister gewähren zu lassen? Weißt du, was du da verlangst? Ich. Also gut. Wenn es der einzige Weg ist, den Kapitän zu retten, dann mach es. Hoffen wir, dass alles gut geht. Ich glaube, dass wir... Was ist mit euch? Hallo? Er hat's schon getan. Als der mutige Schrein gereiht, des Hochkönigs Streiter ward zu ihm selbst. Zu empfangen den Schutz der Weltenmutter und zu schützen die Gleißende vor altem Bösen. Jetzt spricht wieder diese... wie auch immer... Orima Priesterin, genauso wie hieß sie, zu uns. Die Maske ward gefallen sein und den Frevel offenbaren am Geschenk der Erdenmutter. Eines ward gekommen sein zum anderen. Dunkelheit enthüllt ihre Macht, zu greifen nach dem Licht, den falschen Traum zu schützen. Also die Erdmutter ist ja eigentlich Sumu. Hä? Ich verstehe nicht wirklich, was die da redet. Nahe des großen Elfenbaums der Lüfte erstreckt sich ein Ort aus grauer Vorzeit. Ruinen, wo einst im Innern nach dunklen Dingen gestrebt wurde, sie beherbergen die nächste Schwelle zu Tishyan. Also... Bei den Elfen im Sumpf kommen wir wieder nach Tishyana. Also ich hoffe mal, dass ich das nie wieder tun muss. Diese Stimme der Geister ist durchdrungen von Chaos und Wahnsinn. Schwer zu verstehen, was ihr Absichten sind.
Der Kapitän wird sich doch nicht wirklich in Finvarien verwandeln, oder? Was soll das? Ach so, meinte sie das. Ja, okay. Diese Urimba-Priesterin spricht diese Rätsel, die selbst ich nicht verstehe. Okay. Mag sein, mag aber auch nicht sein. Bevor ich zu diesem Baumdorf aufbreche, wollte ich euch noch etwas fragen. Ach schön. Was willst du wissen? Eigentlich nichts. Das haben wir nämlich schon alles mal gefragt. Okay. Gullmond, Einbeere. Eitriger Krötenschemel. Ich laufe jetzt einmal außen rum um die Mauer und gucke mich ein bisschen nach einer Alraune um. Eitriger Krötenschemel. Leichmond, Würselkraut. Noch mehr Würselkraut. Gleichmond, Gleichmond. Koschinis. Lauchelin, Würselkraut. Holzfäller. Holzfäller? Heda, ihr wisst nicht zufällig, wo ich hier draußen meine Axt wetzen könnte? Sie ist vollkommen stumpf geworden. Es gibt hier weit und breit keinen Schmied. Mit einem Grundwissen an Schmiedekunst und einem Schleifstein könnte man das bestimmt auch rasch selbst erledigen, aber ich verstehe mich nur aufs Hacken. Okay, Schmieden Vorgrim, reicht mir eure Axt, ich werde sie für euch wetzen. Danke vielmals. Endlich kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt diese... Okay, wir haben 5 Ulmenholz erhalten, das geht gleich mal ein Feieres. Okay, das war ja jetzt nicht das, was ich erwartet hätte. Steht da zufällig ein Holzfäller. Würselkräuter, Yoruga, Bleichmohn. Wo geht's nochmal zu den Trollen? Ich würde mal nämlich wetten. Das garantiert in der Nähe der Trollbrücke irgendwo eine Alraune weg. Einbeere, Würselkraut. Oder fragen wir mal die Pizza. Der alte Kommandant der Zollfeste ist tot. Das muss ich Einbeere, Würselkraut. Einbeere. Noch mehr Würselkraut. Zunderschwamm. Oh. Jetzt sind wir wieder beim Lauchelin. Leichmohn, Konischis, Kulmond, Einbeere, Yoruga. Und ja, ich mache mir mal kurz diese Mühe. Weil ich bin bei den Elfen nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht werde ich es ja hier bei den Trollen irgendwo. Auch wenn ich noch nicht sehen kann, was da drüben ist. Aber ich kann es schon bei den Zunderschwamm pflücken. Eine Einbeere, was ist da? Leichmohn. Was? Ah, du siehst ja weiter als ich. Nö, aber... Okay. Das ist auch nett gemacht, dass ich als Zwerg nicht so weit sehen kann, wie jetzt zum Beispiel ein Mensch. Noch mehr Zunderschwamm, Würselkraut. Ich denke mal, ich habe keine Wahl. Ich muss zu Auralia gehen und sie nach einer Alraune fragen. Einbeeren. Ich bin gerade an Einbeeren vorbeigerannt. Und fast wieder an Zunderschwamm. Aber gut, ich denke mal... Einbeeren einsammeln, ein paar. Dabei fällt mir gerade ein. Erstmal... Einbeersaft an Ardo. Amulett an Ardo.